Seit mittlerweile fast 2 Jahren tobt in der Ukraine ein großer Krieg mit Russland, der bis heute sich keinem Ende zu nähern scheint. In Deutschland fordern viele Politiker rund um Sarah Wagenknecht schon seit 2 Jahren, dass endlich Friedensverhandlungen geführt werden müssen. Und einer dieser Politiker ist Klaus Ernst. Er trat letztes Jahr aus der Linkspartei aus, um dem Bündnis Sarah Wagenknecht beizutreten und führt jetzt eine Diskussion mit Roderich Kiesewetter, einem ja sehr bellizistischen Politiker, der der CDU angehört. Krieg muss von der Ukraine gewonnen werden. Jetzt sind wir kurz vor dem 2. Jahrestag. Es ist schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken, glauben Sie immer noch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird? Der Punkt, Frau Maischberger, ist nicht, dass ich gesagt habe, die Ukraine gewinnt den Krieg, sondern die Ukraine muss den Krieg gewinnen, weil er sich sonst ausweitet. Ja, ich weiß nicht, ob das in der Sendung von Kiesewetter noch angesprochen werden wird, aber in der Vergangenheit wirklich schon vorgeschlagen, dass wir die Menschen, die hier in der Ukraine, die in der Ukraine wehrpflichtig sind, dass wir denen das Bürgergeld streichen sollen, damit die in die Ukraine zum Sterben gehen. Also Kiesewetter ist wirklich einer der komplett skrupellosen Kriegshetzer, die wir in diesem Land haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Menschen fliehen aus der Ukraine, weil sie eben nicht für Selenskyj sterben wollen, weil sie nicht für westliche Kapitalinteressen sterben wollen und sagen dann, wir bleiben jetzt mal in Westeuropa, solange bis der Krieg vorbei ist. Und dann kommen solche Leute wie Kiesewetter und ja, üben wir mal Druck damit die ukrainische Regierung die auch zwangseinziehen kann. Also, was soll man zu solchen Leuten noch sagen? Weil Putin in der Frage, was er denn vorhat, gesagt hat, die Ukraine hat kein Existenzrecht, Weißrussland hat kein Existenzrecht und Moldau wie auch die baltischen Staaten gehören zur Russländischen Föderation. Das heißt, wenn die Ukraine fällt und nicht in ihren Grenzen bestehen bleibt, Kiesewetter gibt Putin grob verfälscht wieder. Putin hat tatsächlich gesagt, dass Russland und die Ukraine historisch ein Volk gewesen seien, was ja auch stimmt. Also die Ukraine war also der Kern des späteren russischen Reiches, die Kiewer Rus, lag nun mal größtenteils in der Ukraine. Kiew war die erste Hauptstadt Russlands, beziehungsweise der Kiewer Rus damals. Auch die baltischen Staaten waren jahrhundertelang Teil von Russland, genauso Moldau. Was soll man dazu sagen? Das ist halt ein historisches Argument. Das hat auf heutige Grenzziehungen natürlich keinen Einfluss, welcher Staat da mal irgendwann die Oberhoheit ausgeübt hat. Das, wie gesagt, völkerrechtlich ist das nicht von Belang. Und es entspricht auch nicht der russischen Position, dass Russland die gesamte Ukraine unterjochen will oder gar die baltischen Staaten angreifen will. Das stimmt natürlich nicht. Russland hat der Ukraine folgende Friedensbedingungen gestellt: Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung, Anerkennung der territorialen Realität. Das sind die 4 russischen Kernforderungen. 2 von denen, nämlich Neutralität und Anerkennung der territorialen Realitäten, werden in den Friedensverhandlungen besonders umkämpft sein. Letztes Mal waren Russland und die Ukraine sich sogar schon weitgehend einig. Damals war Russland sogar bereit, auf Annexionen zu verzichten. Im Frühjahr 2022 nämlich. Aber dann ist der Westen gekommen, hat Druck auf die ukrainische Regierung gemacht. Boris Johnson ist nach Kiew gefahren, hat gesagt, so, wir liefern euch alle Waffen, die ihr braucht. Der Westen ist noch nicht bereit für Frieden. Die ukrainische Regierung hat diesem Druck stattgegeben und beschlossen, diesen Krieg weiterzuführen. Das hat mittlerweile sogar der ukrainische Chefunterhändler bestätigt. Das heißt, der Westen will keinen Frieden. Der Westen will, dass dieser Krieg weitergeht. Der Westen will seinen geostrategischen Konkurrenten Russland schwächen. Ganz egal, wie viele Ukrainer dabei sterben. Und Leute wie Roderich Kiesewetter, die wollen die Ukrainer, die hierzulande vor diesem Krieg geflüchtet sind, sogar, ja, die wollen, dass die zurück in die Ukraine geschickt werden. Weitet sich der Krieg aus? Das ist die große Sorge, die zunimmt, weil wir auch die Bedrohung Putins gegen Lettland sehen, weil wir auch sehen, wie Putin gesagt hat, ich brauche gar nicht verhandeln, es fällt mir alles zu. Das heißt, Sie wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, weil sie es gewinnen muss. Wenn wir die Ukraine aufgeben, werden Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, es war ja vorhin auch Thema, das Land verlassen und werden den sicheren Weg suchen. Und wir müssen begreifen, dass Russland nicht alleine ist. China, Iran und... Also, dass Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer das Land verlassen haben, das ist ja schon passiert vor Kriegsbeginn. Also die Ukraine ist ja schon ausgeblutet, eben weil
Die Auflösung der Sowjetunion und die anschließende Annäherung an den Westen mitsamt Schocktherapie und Privatisierung aller staatlichen Unternehmen zu einem katastrophalen wirtschaftlichen Absturz geführt hat. Die ukrainische Wirtschaftsleistung hat sich mehr als halbiert. Also ich glaube, die ist sogar um 2/3 eingebrochen in den 90er Jahren. Das war eine riesige Katastrophe. Das war noch schlimmer als in Russland. Und die anschließende wirtschaftliche Erholung in den 2000ern, die war viel schwächer als in Russland. Also in der Ukraine, da ist es seit Auflösung der Sowjetunion noch viel, viel schlechter gelaufen als in den meisten anderen Sowjetrepubliken, in denen es auch nicht gerade gut lief. Und Nordkorea unterstützen die. Wir haben eine unheilige Allianz, die einer ganz guten Lasten... Die Achse des Bösen. ...Teilung miteinander arbeitet und uns Europäer aussteuert. Und deshalb mehr für die Ukraine. Herr Ernst, die haben von Anfang an in diesem Konflikt gesagt, wir dürfen nicht die Waffen liefern. Wo wäre die Ukraine heute ohne diese Waffen? Naja, wenn wir diese Waffen... Vielleicht würde Frieden herrschen. Also wenn der wenn Boris Johnson im Frühjahr 2022 nicht nach Kiew gefahren wäre, dann hätte die Ukraine wahrscheinlich gesagt, okay, wir bleiben neutral. Und Russland hätte gesagt, okay, wir ziehen uns zurück und akzeptieren das. Russland wollte eine neutrale Ukraine. Das war das Hauptziel der russischen Kriegsführung. Mittlerweile fordert Russland zusätzliche Annexionen. Also das ist ein Phänomen, was man historisch immer wieder sieht. Je länger so ein Krieg dauert, desto mehr schrauben die verschiedenen Kriegsparteien ihre Kriegsziele nach oben. Und zwar ganz egal, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Ich meine, auch die Ukraine hat ihre Kriegsziele deutlich nach oben geschraubt. Die Ukraine will mittlerweile die Krim wieder unter ihre Kontrolle bekommen, was militärisch völlig irre ist, was niemals Realität werden wird, was Russland auch niemals akzeptieren wird. Also ja, aber das nimmt die ukrainische Regierung als Begründung dafür, diesen Krieg immer weiter zu führen, obwohl er militärisch nicht zu gewinnen ist. Das sagt mittlerweile auch das österreichische Bundesheer. Das sagt mittlerweile auch der Oberkommandierende der ukrainischen Landstreitkräfte, Saluschny. Also es ist mittlerweile weithin akzeptiert, dass diese militärischen Ziele der Ukraine nicht zu erreichen sind. Nicht mal dieses Minimalziel der ukrainischen Sommeroffensive, die russischen Gebiete zu teilen und das Asowsche Meer zu erreichen. Nicht mal das ist gelungen, also nicht mal das ist ansatzweise gelungen. Man ist an den weitesten Stellen maximal 10 Kilometer vorgerückt und auch diese Erfolge werden jetzt nach und nach von den Russen in ihrer Winteroffensive gerade wieder zunichte gemacht. Also es ist militärisch eine einzige Katastrophe, hunderttausende Menschen sind tot und diese westlichen Waffenlieferungen haben all das erst möglich gemacht. Ohne die hätten wir wahrscheinlich schon Frieden in der Ukraine. Nicht geliefert hätten, wäre vielleicht der Krieg schon vorbei. Und Hunderttausende von Soldaten hätten ihr Leben noch behalten. Wir haben entsprechend amerikanische Quellen von 400.000 Toten in diesem Krieg. Das ist mir eindeutig zu viel. Und die Aussage, der Krieg muss gewonnen werden, die habe ich auch schon oft gehört. Und da würde dann auf die Frage, warum? Weil er gewonnen werden muss. Das ist nicht meine Begründung. Nein, das war eine Begründung eines Ministers aus der Bundesregierung. Und da sage ich, das ist mir zu wenig. Sie haben die Begründung von Herrn Kiesewetter gehört. Also ja, deswegen gehen Sie da wird unterstellt, dann würde Russland weitergehen. Es ist ja nun bekannt geworden, aus den Verhandlungen, die bereits am Anfang des Krieges stattgefunden haben, was die russische Position war. Das hat der Fraktionsvorsitzende der Partei, der Präsident der Ukraine angehört, gesagt. Er hat gesagt, die Russen wollten eigentlich, dass wir neutral sind, dass wir nicht in die NATO gehen. Und das ist nicht akzeptiert worden. Ich frage mich, was ist so schlimm an dem Status der Schweiz, was ist so schlimm an dem Status, den Finnland hatte. Wenn der Westen auf diese Debatte eingegangen wäre, hätte der Krieg überhaupt nicht stattgefunden. Aber er hat stattgefunden, seit 2 Jahren statt. Mhm. Wären Sie jetzt dafür, dass man die Waffenlieferungen sofort einstellt, um ihn zu irgendeiner Art von Lösung zu bringen? Ja, ich wäre dafür, dass man tatsächlich die Waffenlieferungen einstellt und dass man tatsächlich jetzt endlich beginnt zu verhandeln. Und ich weiß nicht, Herr Kujat war ja mal Ihr oberster Vorgesetzter. Sie war ja Soldat. Herr Kujat war der oberste Militär, der oberste Befehlshaber der Bundeswehr. Und einer schreibt es schon im Chat, oh, jetzt eine vernünftige Stimme. Ja, Klaus Ernst ist sehr vernünftig. Das stimmt, der ist vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie gesagt, deswegen hatte ich überhaupt erst entschieden, diese Talkshow hier zu gucken, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt einer, der sich im BSW angeschlossen hat, einer, der in der Linkspartei auch immer relativ vernünftige Positionen hatte. Mal schauen, was der zu sagen hat und der schön stabil zu sein. Und er hat vor kurzem in einem Interview erklärt, dass dieser Krieg aus seiner Sicht nicht gewonnen werden kann,
dass es vollkommen absurd ist, deshalb weiter Waffen zu liefern, und dem würde ich mich anschließen. Okay. Also nicht eine ideologische Position, sondern das hätte ich nie gedacht, dass ich so argumentiere, als mit einer, der eher immer schon in der Friedensbewegung war. Aber ich zitiere den höchsten Militär dieser Republik, die er war, Vorsitzender des NATO-Rates, und sagt: Hört auf mit diesem Krieg, er ist nicht zu gewinnen. Und jede Waffenlieferung weiter verlängert den Krieg. Waffen sind auch Abwehrwaffen im Zweifel. Bilder, die wir jeden Tag bekommen und die ich Ihnen gerne zeigen möchte, zeigen das, was in den letzten Tagen alleine in der Ukraine passiert. Also wie gesagt, man müsste nicht mal alte Militärs, die sich gerade sehr vernünftig äußern, wie Erich Watt oder Harald Kujat, anhören, sondern man muss einfach nur schauen, was der Oberkommandierende der ukrainischen Landstreitkräfte sagt. Was Mark Milley, der oberste Soldat der Vereinigten Staaten, schon 2022 gesagt hat, nämlich, dass dieser Krieg militärisch von keiner Seite zu gewinnen ist. Also Saluschny hat gesagt, ja, die Ukraine bräuchte noch mehr westliche Waffenlieferungen, noch mehr Mobilisierung von Soldaten und wahrscheinlich Wunderwaffen. Also die Rhetorik finde ich dann auch schon etwas verräterisch, damit überhaupt noch eine erfolgreiche Offensive gestartet werden könnte. Also es ist auf allen Seiten eigentlich schon völlig klar, dass es militärisch gescheitert ist. Es werden Städte angegriffen, es werden Dörfer angegriffen, es wird die zivile Bevölkerung angegriffen. Wenn keine Waffen geliefert werden, Herr Kiesewetter, ist dann auch die Luft ab? Ja, es werden, also um das mal einzuordnen, im Ukraine-Krieg gab es bisher rund 10.000 zivile Tote. Zum Vergleich, beim Israel-Gaza-Konflikt gibt es innerhalb von wenigen Monaten mehr als 20.000 zivile Tote. Also das sind so die Größenordnungen. Der Ukraine-Krieg fordert enorm viele zivile Opfer, aber die fordert eben, weil Krieg herrscht. Also wenn dieser Krieg enden würde, dann würde es auch keine zivilen Opfer mehr geben oder fast keine zivilen Opfer mehr. Es gab zwar einzelne Gräueltaten von russischen Soldaten, also man denke an dem, was in den Vororten von Kiew passiert ist, wie beispielsweise Butscha, aber wenn dieser Krieg aufhören würde, dann würden die Kriegsverbrechen auch größtenteils aufhören. Und es ist nicht so, dass die Russen, wenn sie irgendwo einmarschieren, dann millionenfach irgendwelche Menschen wo wegdeportieren oder hunderttausendfach Leute umbringen. Das ist einfach nicht so. Das geht in dieser Rhetorik, die hier mancherorts in den hiesigen Medien bemüht wird, von Vernichtungskrieg und Russland will die Ukraine auslöschen und so. Das geht hier ein bisschen unter, dass die russische Kriegsführung nicht grausamer ist als die westliche Kriegsführung in zig anderen Kriegen, die wir in den letzten Jahren hatten. Und wenn, wie gesagt, der Krieg enden würde, dann würden auch die Kriegsverbrechen vermutlich fast komplett enden. Abwehr davon betroffen? Ich bin entsetzt über das ziemlich empathielose Bewerten des russischen. Es ist unfassbar. Also Leute, die Menschen ihr Bürgergeld wegnehmen möchten, um sie dann an die Front zum Sterben zu schicken. Leute quatschen von Empathielosigkeit. Es ist unfassbar. Also, ja. Also, die Leute, die für Krieg sind, die Leute, die das Sterben immer weiter verlängern wollen, die reden hochmoralisch daher. Also, es war schon zu allen Zeiten so. Vorgehens. Es geht darum, dass 14 Millionen Menschen innerhalb und außerhalb der Ukraine auf der Flucht sind, dass Russland sich rühmt, 700.000 Kinder entführt zu haben. Die Ukrainer sprechen von 20.000, wo sie nicht wissen, wo sie sind. Es geht darum, dass jeden Tag furchtbare Ängste sind. Ich war jetzt während des Krieges 5-mal vor Ort, bin in wenigen Wochen wieder da. Ich sage, die Russen nutzen ungeheuer aus, dass der Westen sich nicht einig ist in der Unterstützung. Und sie bekämpfen ja kaum das ukrainische Militär. Sie zerstören, wie sie sehr anschaulich zeigen, Krankenhäuser, Wohnanlagen. Sie zerstören. Wie gesagt, wenn man das mit der westlichen Kriegsführung aus zig anderen Kriegen der letzten Jahre vergleicht, dann unterscheidet sich das nicht groß. Also schaut euch an, was Israel gerade in Gaza anrichtet. Schaut euch an, wie der Westen beispielsweise in Serbien 1999 vorgegangen ist. Da hat der Westen sogar gezielt die zivile Infrastruktur, Strom, Wasser und so weiter in Schutt und Asche gelegt, um Serbien zu einem Diktatfrieden zu erpressen. Und das funktioniert damals. Also diese Bombardierung der zivilen Infrastruktur, die Russland in der Ukraine gerade durchführt, vor allem der Strominfrastruktur, die hatte von manchen russischen Kriegsreportern den Namen Serbien-Szenario bekommen. Weil es eben damals dem Westen erfolgreich gelungen ist, durch so eine Luftkampagne Serbien zum Einknicken zu bewegen. Also, ja, Krieg ist nur grausam. Und wenn man das nicht mehr will, dann muss der Krieg enden. Kann man da nicht sagen, wir müssen den Krieg jetzt noch härter weiterführen oder noch mehr Waffen einsetzen? Also, es ist ja völlig widersinnig. Also aus der Feststellung, Krieg ist grausam, folgt doch nicht, wir müssen diesen Krieg noch weiter eskalieren oder wir müssen ihn noch länger fortsetzen, sondern dann daraus kann doch eigentlich nur folgen, wir müssen diesen Krieg beenden. Elektrizitätswerke, sie
Okay, jetzt hängt das Internet, das ist natürlich blöd. Ja, ich glaube, damit, das ist erstmal. Setzen auf Flucht. Nee, jetzt. Das ist schlecht, wenn das Internet nicht geht. Sie setzen auf Vertreibung. Wir haben dieses Jahr Europawahlen. Die wollen, dass Millionen von Menschen dieses Land verlassen. Herr Ernst, deswegen ist, nein, Herr Ernst weiß das ja, und wir haben uns auch nicht gegenseitig zu überzeugen. Der entscheidende Punkt meiner Sicht Sie wissen selbst. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass wir begreifen, dass Russland gar nicht verhandeln wollte. Als Russland vor Kriegsbeginn im... Das ist eine Lüge. Russland hat vor Kriegsbeginn in den USA Verhandlungen über den Status der Ukraine angeboten. Die Antwort aus Amerika war, es gibt nichts zu verhandeln. Man hat im Gegenteil ein Lend-Lease-Programm beschlossen. Also man hat beschlossen, den ukrainischen Streitkräften Waffen im Milliardenwert zu überlassen. Das war im Januar 2022. Zelensky hat ein paar Tage vor Kriegsbeginn davon gefaselt, dass man das Budapester Memorandum aufheben wollte. Implizit die atomare Bewaffnung der Ukraine gefordert. Also, dann sagt man, Russland wollte nicht verhandeln. Das stimmt einfach nicht. Und im Frühjahr 2022 war Russland sofort zu Verhandlungen bereit, als die Ukraine dann verhandelt hat. Aber die Ukraine hat sich auf Druck des Westens dagegen entschieden, einen fertig verhandelten Friedensvertrag zu unterschreiben. Im Januar gefragt wurde, was denn ihr Ziel sei, dann sagten sie Abzug der Amerikaner aus Europa, einschließlich der Nuklearwaffen, Austritt aller früheren Warschauer Paktstaaten aus der NATO und Austritt aller früheren Sowjetrepubliken, das war auf die drei baltischen Staaten gemünzt, aus NATO und EU. Das heißt, eine Umkehrung der Friedensordnung, die wir seit 1990 haben. Putin hatte nie etwas gegen die NATO-Erweiterung und das erwähnt er ja auch gar nicht im Krieg gegen die Ukraine. Er sagt, die Ukraine muss entnazifiziert werden. Ja, weil man in Russland lange Zeit noch selbst erwogen hat, Teil der NATO zu werden. Weil man in Russland, bis Anfang der 2000er ein sehr naives Bild gegenüber dem Westen hatte, das stimmt. Naja, aber auch diese russischen Maximalziele, die von irgendwem dort ausgegeben sein mögen, sind ja nicht die offizielle russische Position. Die offizielle russische Position zur Beendigung des Ukraine-Krieges und nicht als strategisches Maximalziel in 50 Jahren, sondern als Bedingung für das Ende des Ukraine-Krieges hatte ich vorhin schon genannt, Anerkennung der territorialen Realitäten und Neutralität. Das sind die zwei wichtigsten Bedingungen, die der Westen sich sperrt, zu akzeptieren. Nazifiziert und demilitarisiert werden, aber er bekämpft die Zivilbevölkerung. Und es war Prigozhin, den er dann umgebracht hat, der gesagt hat, wir sind einmarschiert in die Ukraine und wir haben gar keine Nazis vorgefunden. Wir haben unsere Armee ruiniert. Das war Prigozhin. Dafür ist er gestorben. So, Herr Ernst, Sie sehen... Nein, also... Jetzt allein schon die Theorie, dass Putin Prigozhin umgebracht hat, ist naheliegend, muss man sagen. Aber ist jetzt auch noch nicht bewiesen, jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Prigozhin hat versucht, in Russland zu putschen. Er hat seine Wagner-Miliz gern Moskau marschieren lassen und wollte, dass die oberste Führung der Armee beseitigt wird. Und ja, hätte damit... Ja, hat damit bürgerkriegsähnliche Zustände in manchen, also ein paar Tage zumindest ausgelöst. Also das Käsewetter, das hier jetzt so darstellt, als wäre Prigozhin in Ungnade gefallen, weil er die Wahrheit gesagt hat, das ist dann schon sehr seltsam. Prigozhin war doch einer der entschiedensten Nationalisten, einer derer, die eigentlich immer gefordert haben, den Krieg noch härter zu führen. Einer, die beispielsweise auch den Rückzug aus Kherson kritisiert hatten. Die zivile Zerstörung. Ja, das ist Folge des Kriegs und deshalb muss er beendet werden. Weniger Wer Krieg, beendet denn diesen weniger Krieg? Krieg heißt weniger Zerstörung, weniger Leid. Übrigens ist es ja nicht so, dass die Ukrainer da alle mit Hurra-Patriotismus bei der Sache sind. Wir haben 200.000 Soldaten, offen Soldaten, fähige Männer, die hier in der Bundesrepublik leben. Die würden Sie gern zurückschicken in die Ukraine, habe ich gelesen, zum Kämpfen. Die sind hier. Und das habe ich nicht gesagt. Ich habe es gelesen im Interview. Nein, wir nehmen denen nur das Bürgergeld weg und üben auch sonst so Druck auf die aus, damit die da bitte hingehen. Aber ich will die nicht zurückschicken. Nein. So meinte ich das dann doch nicht. Entscheidend ist vielmehr, ich will das mal sehr deutlich ansprechen, es sind über 600.000 Menschen, Männer im wehrfähigen Alter in ganz Europa, denen wir keine Angebote machen, dass sie im Heimatschutz, im Zivilschutz, im Katastrophenschutz... Das ist unfassbar. Denen wir keine Angebote machen. Wie?
Wie kann man für diese Kriegstreiberei so einen euphemistischen Sprech finden? Denen wir keine Angebote machen, sprich, auf die wir Druck ausüben, dass sie zurück in die Ukraine zum Sterben gehen. Und dann redet er davon Zivilschutz. Die Truppen in der Ukraine, die werden an vorderster Front verbraucht. Wenn die Soldaten erstmal in der Ukraine sind, dann wird die ukrainische Regierung sie, sobald die Soldaten an der Front knapp werden, natürlich auch dort einsetzen. Also das ist so ein Phantasma, was Kiesewetter hier aufbaut. Ja, er versucht hier gerade rhetorisch zu beschreiben, dass er die Menschen schon gerne zurückschicken würde, aber versucht das rhetorisch jetzt so zu verpacken, dass es nicht so grausam klingt, wie es dann in Wahrheit eben ist. Katastrophenschutz arbeiten. Natürlich können sie auch, wenn sie es wollen, an die Front. Aber viel wichtiger ist, was gerade in der Ukraine nicht, passiert. Sind sie weggelaufen. Nein, sind doch weg es von sind der Soldaten. Die wollen nicht mehr kämpfen, darum sind sie nicht mehr da. Klar. So, sie haben aber sie dürfen das. In Russland werden sie erschossen. Sie, ja, und wir in reden der Ukraine über werden sie, wir reden über die Ukraine also, verlassen. Wir reden, nein, wir reden über Russland. Wir reden doch über die These. Moment, bleiben wir doch bei einem Thema. Wir reden über die These, dass die alle kämpfen wollen. Und wenn 200.000 offensichtlich nicht mehr kämpfen wollen, die hier in der Bundesrepublik sind, die Leute sind kriegsmüde, allein schon dieser Begriff. Die haben keine Lust mehr auf diesen Krieg. Die Leute werden dort von Vans auf der Straße gekrallt, um an die Front geschickt zu werden. Die wollen doch nicht hin. Die Menschen wollen Frieden. Und Frieden kriegen wir dadurch, dass wir jetzt Folgendes mal zur Kenntnis nehmen. Wir haben ein Jahr... Sie haben das Argument müssen Sie bitte an übergeben. Also, dass die Menschen... Gerade das Maischberger jetzt unterbricht. Also alles, was er hier gerade sagt, das stimmt. Also was Klaus Ernst hier sagt, stimmt zu 100%. Das sind exakt die Verhältnisse, die wir haben. Und die Männer, die unter Ukraine sind gerade noch, die können ja nicht ausreisen. Also jetzt nur die Zahlen von den Leuten zu nehmen, die hier in die Europäische Union geflohen sind, reicht ja noch nicht aus. Wir haben ja auch noch viele Ukrainer, die beispielsweise nach Russland geflohen sind, die dort vor diesem Krieg in Sicherheit gekommen sind. Wir haben dann auch viele Männer, die gar nicht aus der Ukraine ausreisen durften, weil es eben ein Ausreiseverbot gibt. Also all das haben wir ja. Menschen nicht kämpfen wollen, ja. Bitte. Ja, die wollen nicht kämpfen. Sonst wären die ja nicht hier. Die Ukraine hat über 800.000 Soldaten im Einsatz. Wie viel verloren? Die Russen haben 1,5 Millionen im Einsatz und 500.000 verloren. Die Russen nehmen überhaupt keine Rücksicht auf ihre Soldaten. Sie haben Gefängnisse geleert. Wie viele von den Ukrainern sind schon gestorben? Und wie viel? Also... Seit der Einberufungswelle im Herbst 2022 gibt es in Russland zumindest so, wie wir die Medienberichte verfolgen können, keine Zwangsrekrutierung mehr. Russen können sich dem Einsatz für ihre Armee durch Ausreise entziehen. Ihnen ist das nicht möglich. Also jetzt mal auch, wie die Verhältnisse da sind. Also das ist ja auch schon etwas, was Kiesewetter hier gerade andersherum darzustellen versucht. Also wie gesagt, wenn ihr in Russland lebt dann könnt und einberufen werdet, dann könnt ihr immer noch auswandern und sagen, okay, ich habe damit nichts zu tun, in der Ukraine ist das nicht möglich. Dann werdet ihr an der Grenze aufgehalten und dann zu 3 bis 5 Jahren Gefängnis verurteilt oder an die Front geschickt. Also es kann auch sein, dass die Strafe extra niedrig angesetzt wird, dass ihr danach gleich eingezogen werden könnt. Also das sind die Verhältnisse in der Ukraine. In Russland habt ihr immer noch die Möglichkeit auszuwandern. Wie viele werden weiter sterben? Es sind Frage. Die Ukrainer verteidigen ihr Land. Sie leben für ihr Land und sie setzen ihr Leben dafür ein. Und in der Bundesrepublik hoffe ich, dass wenn der Krieg sich ausweitet, wir nicht die Umfrage bestätigen, die wir hatten, dass ein Viertel der Bevölkerung das Land verlassen will, sondern wir müssen, wie der Verteidigungsminister sehr richtig sagt, aufpassen, dass der... Also wenn der Krieg sich ausweitet, also mit so etwas zu planen, so etwas als realpolitische Option in den Raum zu stellen, ist ja schon völlig irre. Ja, wenn dieser Krieg sich ausweitet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Deutschland atomar verstrahlte Wüste wird. Also, dass hier nichts mehr lebt. Also, das ist doch, ja, was soll man dazu sagen? Also, was sich unsere politisch-mediale Elite hier schon im geistigen Kriegsmodus befindet, solche Leute wie Kiesewetter. Also, dass dieser Krieg sich ausweitet auf Deutschland, wie gesagt, das halte ich für fast ausgeschlossen. Wenn, dann wird es weitere Stellvertreterkriege geben neben der Ukraine. Also Serbien gibt es ja einen Territorialkonflikt, Aserbaidschan, Armenien, Moldawien, Georgien. Also da gibt es ja genug Konflikte, wo man eskalieren könnte, wenn man es wollte. Und ja, dieser Krieg sich ausweitet, das ist... Ihr merkt, mir fehlen die Worte. Ich hatte ja letztens ein Paper der DGAP besprochen, die ja auch mit einem großen Krieg zwischen der NATO und Russland plant, einem großen konventionellen Krieg. Also wohlgemerkt keine atomare Eskalation, sondern konventioneller Krieg. Und das wird hier ganz offen diskutiert, jetzt auch schon in der Talkshow von Kiesewetter. Pistorius hat ja letztens auch gesagt, wir müssten kriegstauglich werden. Also wir werden hier wirklich in
atemberaubender Geschwindigkeit auf neue Kriege mit Russland vorbereitet. Ausweitet. Eben. Und die Bundeswehr ist nicht verteidigungsfähig. Mhm. Und wenn die Ukraine fällt, wird Russland uns testen, wie er schon Lettland antestet. Ich warne auch meine Damen und Herren, die zuhören, ich warne davor, dass wir das verharmlosen. Sie reden nur über die Ukraine. Russland opfert ethnische Minderheiten. Russland nimmt überhaupt keine Rücksicht. Als Selenskyj verhandeln wollte, als Selenskyj gesagt hat, ich verzichte auf die Krim, ich verzichte auf die NATO-Mitgliedschaft, war die Antwort von Putin, Butscha, Irpin, Mariupol, wo allein im Theater... Das stimmt überhaupt nicht. Also ja, das mit dem Massaker in Kiewer Vororten, mit den Kriegsverbrechen dort, das stimmt. Aber zu sagen, die Ukraine hat das Angebot und Russland hat es abgelehnt, das stimmt nicht. Also Russland war bereit zu diesem Angebot, die Ukraine hat das abgelehnt. Das ist die falsche Chronologie, die Kiesewetter uns hier gerade auftischt. 800 Kinder ums Leben gekommen sind. Es sind Kriegsverbrechen, die Russland begeht. Ungeheure Art. Ja, und wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, hört die Ukraine auf zu existieren. Und dieses Volk will kämpfen und möchte überleben. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, dann ist das das Ende von Russland als Großmacht. Wenn der Westen aufhört zu kämpfen, dann bedeutet das einfach nur den Verlust einer sehr stark entvölkerten, wenig industrialisierten Halbkolonie in Osteuropa von sekundärer Relevanz. Also für den westlichen Imperialismus ist die Ukraine ein viel kleinerer Verlust als für den russischen. Das könnte man auch so betrachten, wenn man keine pathetische Kriegspropaganda betreiben wollte. Leben als ein Land. Wie kriegt man das hin? Zumal ein kompletter Verlust für der Ukraine durch das westliche Kapital ja überhaupt nicht in Aussicht steht. Also die Ukraine, das russische Angebot lautet ja Neutralität und nicht Unterwerfung. Also Russland fordert ja nur die Annexion von 4 ostukrainischen Oblasten und nicht die Eroberung der gesamten Ukraine. Russland, das ist ja genau das Argument. Sie sind sich einig, Sie wollen, dass der Krieg zu Ende geht. Wie kriegt man es hin, dass Russland aufhört zu kämpfen? Sie sind jetzt im Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie kriegt man das hin? Kompromisse. Also wenn man die offizielle russische Position, sich das russische Verhalten der letzten Jahre anguckt, dann ist ziemlich klar, dass Russland zu Kompromissen bereit ist. Und zu Kompromissen nicht bereit ist der Westen. Und deswegen müssen uns solche abstrusen Geschichten aufgetischt werden, wie von Roderich Kiesewetter. Ist auch lustig, dass es ist traurig, dass die Moderatorin das nicht hinterfragt, was er uns da gerade präsentiert hat. Also ich hatte Maischberger eben bei ihrer Befragung von Christian Lindner noch gelobt, weil sie mich da tatsächlich etwas positiv überrascht hat. Aber hier ist sie ja wirklich komplett auf Linie. Also nichts, was Kiesewetter hier von sich gibt, wird irgendwie kritisch hinterfragt. Gar nichts. Und das ist pure westliche Kriegspropaganda. Ihre Parteichefin hat mit Ali Schwarzer ja diese große Friedensdemonstration gesagt. Und Ali Schwarzer hat gerade gesagt, und greift Marie-Agnes Strack-Zimmermann an, die ja für Waffenlieferungen ist, weil sie sagt, die Busenfreundin der Waffenindustrie trägt mit ihrer Kriegspropaganda zu täglich mehr Vergewaltigung und Toten bei. So ist es. Je länger der Krieg dauert, desto weiter gibt, desto länger wird es diese Verbrechen geben. Das heißt, Sie glauben, man kann die Russen nicht dazu bringen, aufzuhören zu kämpfen? Doch, indem man Verhandlungen einleitet, indem man jetzt den Ist-Zustand an der Grenze akzeptiert und sagt, wir machen an dieser Grenze einen Waffenstillstand und wir machen dann eine Politik, die die Sicherheitsinteressen auch Russlands mit einbezieht. Ihr oberster Oberbefehlshaber, Herr Kujat, sagt zum Beispiel, es ist nicht mein Oberbefehlshaber, außerdem ist er seit 20 Jahren pensioniert. Aber er war es. Ja, und? Trotzdem mit ziemlich realistischem Blick auf die Lage. Also ist ja schon komisch, dass vor 20 Jahren offensichtlich strategisch und analytisch denkende Köpfe in der Bundeswehr nach oben kommen konnten und das heute anscheinend nicht mehr der Fall ist, sondern alle nur dem aktuellen westlichen Narrativ folgen und gar nicht mehr kritisch hinterfragen, was da gerade an Aufrüstungspolitik passiert. Ich meine, dass man auch einen realistischeren Blick auf die Lage haben kann, zeigt ja das österreichische Bundesheer. Das ist zwar soweit, was Waffenlieferungen und so betrifft, auf Linie der westlichen Regierung, aber in der Analyse, da ist es sehr klar. Also es sagt beispielsweise nicht, nur ein Waffensystem, dann ist der Krieg gewonnen oder sonst irgendeinen Unsinn, sondern das sagt, dieser Krieg wird noch sehr, sehr lange dauern und die Lage der Ukraine, die ist mehr oder weniger verheerend. Und Markus Reisner hat sogar schon gesagt, er hofft, dass dieser Krieg bald enden wird. Das hat er in so einem Podcast gesagt. Und das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Also man kann einen realistischeren Blick auf die Lage bewahren, aber in den obersten Rängen der Bundeswehr, da scheint das heutzutage nicht mehr der Fall zu sein. Die scheinen auch alle
auf Regierungslinie zu sein, was ja eigentlich normal ist fürs Militär. Also ich wundere mich schon, dass beim österreichischen Bundesheer das nicht so gleichgeschaltet ist. Aber er ist ein Militär, ein führender Militär dieser Republik. Gewesen. Auch Herr Watt hat ähnliche Position, der war vor kurzem noch Kanzlerberater. Auch ein Militär, auch ein gehen. General. Musste deshalb darf ich mal, darf, was so. Sagt er denn? So, also, die, es gibt eine ganze Reihe von Militärs, die sehr vernünftig argumentieren. Die sagen erstens, sie sehen überhaupt nicht, dass Putin mehr will, als wie das die Ukraine keine Raketen stationieren kann, die die russische Föderation von der Ukraine aus erreichen. Das sagen die. Und deshalb zerstört er die Wohnung. Nein, nicht langsam. Und weil die Argumentation geht weiter. Und sagt, Russland zerstört die zivile Infrastruktur, um die Ukraine zu einem für sich günstigen Friedensschluss zu erpressen. Genauso wie der Westen das 1999 mit Serbien gemacht hat. Also wie gesagt, das ist eine Taktik, die wurde schon häufiger angewandt in der Militärgeschichte. Wenn der Westen darauf eingegangen wäre, auf die Sicherheitsinteressen Russlands, dann wäre der Krieg gar nicht zustande gekommen. Und wie kann man jetzt beenden? Indem man die Sicherheitsinteressen beider Länder akzeptiert. Einmal die Sicherheitsinteressen der Ukraine, aber andererseits auch die Sicherheitsinteressen Russlands. Und aus ihrer Geschichte heraus hat Russland, ähnlich übrigens auch wie die baltischen Staaten, oft die Erfahrung gemacht, ist nicht so einfach mit dem Frieden. Aber die Erfahrung haben die Russen auch gemacht. 25 Millionen tote Sowjets im Zweiten Weltkrieg. Also man muss auch deren Sicherheitsinteressen berücksichtigen. Wenn man das tut, kann man eine Friedenslösung machen. Einer schreibt es gerade im Chat. Ich habe Verwandte in der Bundeswehr. Der Unterschied ist, dass der deutsche Verteidigungsminister jeden Soldaten einfach entlassen kann, ohne Gründe zu nennen. Wie gesagt, das ist eigentlich normal im Militär, dass das auf Regierungslinie ist. Wenn das Militär zu unabhängig ist, wird das ein eigener Machtfaktor und das ist demokratietheoretisch ein sehr großes Problem. Also ich weiß nicht, inwieweit das in Österreich anders ist. Ich wundere mich nur als jemand, der sich nicht so groß mit diesen Strukturen beschäftigt hat, darüber, wie unterschiedlich das ist. Also kann ich jetzt nichts Detailliertes zu sagen. Erstens Waffenstillstand, zweitens Friedensverhandlungen unter Einbeziehung der Sicherheitsinteressen beider Länder, dann haben wir eine Chance für Frieden. Sonst geht das Morden und das Töten weiter. Ihr Argument, Verhandlungen. Es gibt ja Verhandlungen, es sind gerade Kriegsgefangene ausgetauscht worden. Also wenn man über die verhandeln kann, ist ja das Argument immer, warum nicht auch dann verhandeln über militärische Fragen. Genau. Also zunächst mal die Sicherheitsinteressen der Ukraine sind Mitgliedschaften in der NATO und der Europäischen Union. Und die Sicherheitsinteressen Russlands sind ganz eindeutig, wie Putin... Seit dem vom Westen unterstützten Putsch im Jahr 2014. Also der Westen hat dafür gesorgt, dass in der Ukraine eine extrem nationalistische Regierung an die Macht kommt, eine antirussische Regierung, die diese Sicherheitsinteressen formuliert. Also die Regierung Janukowitsch, die hatte dazu noch eine komplett andere Meinung. ...den es mehrfach gesagt hat, den Zerfall der Sowjetunion rückgängig machen und Länder, die mal Teil der Sowjetunion waren, wieder zu integrieren. Das geht um die baltischen Staaten, es geht um Moldau. Das heißt, die Freiheitsbewegungen dieser Länder, die um ihre Freiheit, gerade litauisches Parlament hat Gorbatschow beschießen lassen, 20 Abgeordnete ums Leben gekommen, die Freiheitsinteressen dieser Länder würden damit aufgegeben. Wir würden das Vorgehen Russlands zur Blaupause machen, Chinas gegenüber Taiwan, Irans gegenüber Irak. Okay, was er mit dem Iran jetzt gleich sagt, da bin ich echt interessiert. Aber Chinas gegenüber Taiwan, also das sieht unsere Bundesregierung übrigens so. Das sahen auch alle CDU-Bundesregierungen schon so. Also alle CDU-Bundesregierungen seit Helmut Kohl. Taiwan ist laut Meinung der Bundesregierung Teil von China. Das ist die Ein-China-Politik, die fast alle westlichen Staaten fahren. Also will Kiesewetter jetzt etwa Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen, wenn er denn Außenminister wird? Also ist das hier eine implizite Ankündigung oder was soll das jetzt sein? Es würde einfach nur international zeigen, dass es sich lohnt gegen die regelbasierte Ordnung, gegen die Souveränität einzelner Staaten. Warum spricht Kiesewetter hier von regelbasierter Ordnung und nicht vom Völkerrecht? Nun, regelbasierte Ordnung meint, dass der Westen die Regeln bestimmt und sie jederzeit ändern kann. Regelbasierte Ordnung meint, dass der Westen jederzeit ein Monopol auf Angriffskriege hat. Deswegen sprechen westliche Propagandisten sehr gerne von regelbasierter Ordnung und nicht vom Völkerrecht. Staaten vorzugehen, um sie dann auszuhöhlen und dann Rollenmodelle für andere zu schaffen. Oh, das heißt, die Sicherheitsinteressen Russlands. Die Ukraine hat 1994 auf ihre Nuklearwaffen verzichtet. Hätte sie das nicht getan, sie wollte nicht mit Nuklearwaffen in die Richtung Europäische Union oder NATO gehen. Sie wollten zeigen, dass man nuklear abrüsten kann. Das bereuen sie heute zutiefst. Und das ist der Grund, warum der Iran nicht davon ablässt, Nuklearwaffen sich anzuschaffen. Deswegen glaube ich, ist das ganz...
Auch das stimmt nicht, zumindest nicht nach dem, was wir öffentlich wissen. Der Iran war bereit, auf Nuklearwaffen zu verzichten. Der Iran hat das Atomabkommen unterschrieben, verletzt, also aufgekündigt wurde dieses Atomabkommen von den USA. Der Iran hat dann systematisch gegen einzelne Aspekte aus diesem Abkommen verstoßen, um eben Druck auf die westlichen Staaten auszuüben, damit sie ein neues Atomabkommen unterschreiben. Aber die westlichen Staaten haben sich bis heute geweigert. Also wir Europäer haben nicht gesagt, okay, wir schützen jetzt unsere Unternehmen, wenn sie Handel mit dem Iran betreiben. Und die USA, die weigern sich, wieder dem Atomabkommen beizutreten. Also den Streit, den könnte man sehr leicht lösen. Den hatte man auch eigentlich schon gelöst. Aber die Regierung Trump, die hat halt eine aggressiv anti-iranische Politik gefahren. Da muss man sich mal fragen, wieso wollte der Iran sich denn Atomwaffen anschaffen? Hängt das vielleicht damit zusammen, dass die USA ihn auf der Achse des Bösen verortet hatten, dass die USA immer schon eine extrem anti-iranische Politik gefahren haben? Hängt das damit zusammen, dass die US-Regierung dem Iran mehrfach mit Vernichtung gedroht haben? Also Außenminister Blinken hat beispielsweise vor kurzem gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch in Bezug auf den Iran. Das schließt natürlich einen nuklearen Angriff auf den Iran mit ein. Also kurz nach der iranischen Revolution, da haben die USA den irakischen Diktator Saddam Hussein hochgerüstet, damit er den Iran überfallen kann, zusammen mit ihren arabischen Verbündeten. Also das ist schon seit Jahrzehnten offizielle US-Politik. Könnte es damit zusammenhängen, dass zahlreiche Nachbarländer des Irans, wie beispielsweise Afghanistan oder der Irak, in der Vergangenheit von den USA überfallen wurden? Also dass man sich im Iran eben bedroht fühlt. Und im Iran, da ist man eben diesen Weg gegangen, der friedlichen Verhandlung. Man hat auf Diplomatie gesetzt. Und diese Diplomatie, die wurde von der US-Regierung gerade mal 3 Jahre, nachdem das Abkommen unterschrieben wurde, wieder aufgekündigt. Also wer hier in Bezug USA-Iran der Aggressor ist, wenn man jetzt mal in so moralischen Dimensionen reden möchte, dann ist das ziemlich klar. Ganz entscheidend, dass wir deutlich machen, wenn Putin nicht verhandeln will, er hat es mehrfach gesagt, Naryschkin hat gesagt, sein Chefverhandler, wir haben die Zeit, Sie brauchen nicht den Kopf schütteln, wir haben die Zeit, der will verhandeln. Und eure Uhr läuft ab. Dauernd. Und Putin sagt, er braucht die gesamte Ukraine und er möchte auch... Lüge. Stimmt einfach nicht. Also die russischen Kriegsziele sind nicht gesamte Ukraine erobern, sondern nur die 4 ostukrainischen Oblasten. Und auch das ist eine Verschärfung der russischen Position. Im Frühjahr 2022 hätte man das alles ohne Annexion regeln können. Weißrussland haben und dann geht es weiter. Das waren ja die Bedingungen, die er gestellt hat. Und dann kam der Krieg. Und Selenskyj war ja bereit, auf die Krim zu verzichten. Und dann war die russische Antwort Butscha, Irpin, Mariupol, Kriegsverbrechen. Herr Ernst, das dürfen wir nicht verharmlosen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also die Ukraine hat die Verhandlungen abgebrochen, nicht Russland. Sie waren hier in der Russland. Also hunderttausende Menschen an der Front für westliche Kapitalinteressen zu opfern, das ist nicht herzlos. Aber zu sagen, der Krieg soll enden, damit niemand mehr sterben muss, das ist herzlos. Also ihr merkt, hier werden wir hochmoralisch in Kriege hineingequatscht. Also dieser Satz, wo heute über Werte gesprochen wird, da wird morgen geschossen. Das stimmt nach wie vor. Über Werte kann man nicht verhandeln, über Interessen schon. Und wir müssen mit Russland endlich über unsere Interessen verhandeln. Darum geht es in diesem Krieg auch in Wahrheit. Wenn jemand anfängt, so hochmoralisch zu daherzureden und euch irgendwo hineinzuquatschen, dann seid das immer sehr, sehr kritisch. Das ist, glaube ich, die Message, die ich euch von dieser Diskussion heute mitgeben muss. Und das sollte, ja, das hat Klaus Ernst ja eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Also er hat ja alle wichtigen Punkte genannt. Und die Moderatorin ist halt tendenziell auf der Seite von Kiesewetter. Wenigstens haben wir hier nur eine Moderatorin und einen CDU-Kriegspropagandisten und nicht wie in manchen Sendungen wie Hart, aber fair dann 4 Kriegspropagandisten, die alle auf den einen BSWler oder auf den einen AfDler, der dann da sitzt, einreden. Also das ist ja sonst die Konstellation. Das ist ja hier bei Maischberger wenigstens noch etwas paritärer gestaltet. Botschaft im letzten Jahr. Darf ich auf diese paritärer habe ich gerade gesagt. Das heißt, glaube ich, paritätischer. Ich möchte eine zusätzliche Frage, damit wir uns nicht im Kreise drehen. Ja, wir drehen uns aber nicht im Kreise, ich kann ja die Argumente nicht beantworten. Darf ich denen trotzdem eine, weil das geht auf dieselbe Richtung. Sie waren da in der russischen Botschaft zur Siegesfeier der Russen über die Deutschen, also der Sowjetunion über die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Ich wollte Sie fragen, haben Sie da Anzeichen gesehen, gehört, dass man eben bei diesen Verhandlungen, über die Sie ja reden, dass man da mehr möchte? Ich habe gerade einen Anruf verpasst auf meinem Handy. Wir können leider nicht mehr weiter reagieren. Ich muss den Stream leider schließen. Sind ja nur noch 5 Minuten. Die wichtigsten Argumente, die hat Klaus Ernst gebracht. Ich glaube, kann ich noch mal kurz sagen. Wie gesagt, Russland ist zur Friedensverhandlung bereit. Die russischen Positionen sind klar. Russland war auch schon in der Vergangenheit zu dem Frieden bereit. Die Ukraine hat
Verhandlungen mit Putin per Dekret verboten. Die Ukraine will gerade keinen Frieden. Der Westen will keinen Frieden. Und die Ukraine will das vor allem auf westlichen Druck hin nicht. Also das sind die zentralen Punkte, um die es immer wieder geht. Und wenn man will, dass dieser Krieg endet, dann muss man endlich verhandeln. Dann muss man endlich zu einem friedlichen Ende kommen. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.